Und damit ein freudiges Willkommen zurück hier bei Freddy Farkas mit Srini, dem Putzteufel. Wir sind immer noch hier in der Apotheke, sind, na also, der Freddy und ich, nicht wirklich schlauer als in der letzten Folge. Aber ihr wart wieder fleißig, die Kommentare, sie quellen über und ja, auch der ein oder andere private Hinweis ist mir wieder zugekommen. Und zwar hat man mir gesagt, ich habe Moms Café total irgendwie, pass auf den, naja, total irgendwie nicht so wirklich beachtet. Und deswegen soll ich da hin, weil da gibt es etwas, was mir hilft. Tja, auch dass ich keine Munition habe, auch das hier, hahaha, habe ich in der letzten Folge festgestellt. Das heißt, wir müssen uns irgendwo hier noch Munition besorgen. Aber das mit Moms Café und auch hier mit dem Merchandise-Laden und hier mit dem Friseur. Ja, irgendwie viel darin passiert ist noch nicht. Irgendwie braucht Freddy irgendwie ein bisschen länger heute, kann das sein? Hoppla! Ausi, hab ich gesagt! Ja, mei! Draußen ist auch Gaudi, sag ich dir. Echt bayerisch angehauchter Spiel hier. Ich weiß nicht, ist das so von A Love so vorgesehen? Was ist denn das? Huch! Das ist eine dieser neumodischen Metropa-Kaffeemaschinen. Jeden zweiten Tag kocht Helen darin gratis Kaffee. Wo kommt denn bitte der Strom her? Was sind das da fliegen? Das ist einer dieser gemütlichen Tische mit den rot-weiß gestreiften makellosen Tischtüchern. Können wir da den benutzen? Ist ja gratis. Mama bietet ihren Stammkunden Gratis-Kaffee an. Du bist ein Stammkunde, wie jeder andere auch. Jeden Morgen um 11 Uhr machst du dich auf den Weg zu dem alten Schuppen. Also nimmst du dir, wie üblich, eine Tasse heißen Kaffee. Doch wohl jetzt nicht etwa in einem Plastikbecher? Nein, in einer Glas, Keramik, also in einer Tasse. Was ist das daneben? Das ist einer dieser, okay. Scheißfliegen! Man kommt sich vor wie in einem Saugstall. Ich könnte hier mal die Pferdeknödel auf den Boden legen, dann hast du Fliegen. Oh, warte mal, das bringt mich auf eine Idee. Moment mal. Ach doch, da, ich wollte schon sagen. Das ist schade. Och, Kacke, das klappt nicht. In den Kaffee vielleicht? Nein. Huch? Nein! Was hast du wieder angestellt, Freddy Farkas? Ich hab dir genau gesehen. Hüpf rüber, Hopsing. Komm rüber und mach das hier sauber. Dammte Fliegen. Oh, oh, oh. Du nun sein in Glasses bewegtes Wassel. Dum, dum, dum. Was hat er denn da? Was ist das? Das ist Hopsing, Helens treuer Koch aus dem Fernen Osten. Früher arbeitete er als Chefkoch für die Ponderola Restaurantkette. Ponderosa Ranch. Was hat er da? Was macht er? Du bist doch nicht etwa sauer auf mich, Hopsing? Laus, laus, laus! Hopsing nix wollen, dass sie machen noch Mehlsaulei hier drin. Aber das war ein Versehen. Ist mir einfach so entschlüpft, okay? Ist mir einfach so hinten rausgeflutscht. Entschlüpft! Entschlüpft! Weshalb sie tragen eigentlich herum diese dreckige Apfel? Wie können Apotheker so blöd sein? Also ehrlich. Entschuldigung, Mama, das ist dieses kleine Souvenir, bei Ihnen gelassen habe. Ich spreche jetzt nicht mit dir. Ich schäme mich, deine Mama zu sein. Du drehst dich jetzt einfach um, gehst da draußen und denkst ein bisschen drüber nach, was du getan hast. Wenn du dich wieder wie ein anständiger Mensch benehmen willst, kannst du wieder reinkommen. Moment mal, das ist meine Mom. Was ist denn jetzt? Leute, was macht das Spiel hier immer? Es holt mich immer aus dem Vollscreen. Kann ich jetzt hier rein? Alter! Von hier aus kannst du nichts. Okay. Kann ich da rein?
Nein, kann ich nicht. Toll. Oh, warte mal, ich kann auch jetzt... Nein. Also, ich bezweifle, dass das meine richtige Mama ist. Ich denke mal, sie sagt das einfach nur, weil hier Mama, Mama für alle. Aber ich glaube nicht, dass das meine richtige Mama ist. Durch den Salon, Saloon. Hallo? Haben die sich gerade festgefahren da, oder was? Er ist heute echt ein bisschen lahmarschig. Jetzt ist der Hopsing abgelenkt. Und jetzt könnte ich vielleicht mir von hier hinten durch die kalte Küche... Er stand schon in der Tür. Dam, 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 jawoll, mir den Kuchen schnappen. Genialer Zug, Freddy, ein dampfend heißes Törtchen fallen zu lassen, um dafür ein anderes aufzuheben. Dam, 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 ja super, nein, nicht das Spielen. Aber was soll ich denn jetzt mit dem Törtchen? Mamas Apfelkuchen. Wie fühlt sich das an? Wie warmer Apfelkuchen. Nun muss nur noch jemand Baseball erfinden und voila, Instant Amerikaner. Okay. Das bringt mir aber alles nichts. Ich brauche Munition. Deine alten Pistolen sehen nach den langen Jahren ein wenig angegriffen aus, aber sie können wieder in Schuss gebracht werden. Lass mich dir einen kleinen Trick mit einem geborgten Halstuch zeigen. Jetzt siehst du es. Und jetzt ist es weg. War nur Spaß. Ahaha, Spiel, du bist ja witzig. Du polierst die Pistolen mit dem Halstuch. Deine alten Pistolen sind lange Jahre wegen einer. Also okay, das ändert sich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich lerne ein bisschen genommen, damit Wasser. Die anderen Flaschen sind leer. Okay, das ist ja das Brackwasser, was wir da genommen haben. Dam, 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 da, dam, dam. Gehen wir da mal hoch. Tja. Ist hier, glaube ich, immer noch alles verschlossen, oder? Und wenn du noch so deinen Finger im Hotelfenster rubbelst, ist der Dreck. Achso. Naja. Das hat's also nicht gebracht. Dann denke ich, bleibt uns nichts anderes übrig, als jetzt mal wieder durch die Nachbarschaft zu schlendern und hoffen, dass wir irgendwas finden. Und ja, übrigens, ich wusste es nicht mit Bier und Schnecken. Also, ich hatte bisher noch nie so die Berührungspunkte mit Schnecken. Insofern ist mir das wirklich nicht bewusst gewesen, dass es sowas gibt. Doc, was war das? Was ist los? Ich wollte Ihnen nur kurz sagen, dass ich Ihnen... Achso, ja, das hatten wir alle schon... Mit Pierre, dem Gaston. Ich weiß, er heißt nicht Pierre. Sam, ich werde für eine Weile weg sein. Oh, wir schicken dir die Post nach. Willst du nicht wissen, worum ich gehe? Mutsu, das drückst du mir doch sowieso gleich aufs Auge. Ich sehe das Abschlussliste. Sheriff, Shift, PH, Balance und jemand, den sie den Boss nennen, wollen mir an den Kragen, also verdufte ich aus der Stadt. Kluger Schachzug, grüß mir den Broadway. Wen? Vergiss es, viel Glück. Hm. Ja, 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 ja. Tja, würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal links herum. Da wollte man nämlich auch mal gucken. Da habt ihr mir nämlich in die Kommentare geschrieben. Was passiert eigentlich, wenn wir die Apotheke verkaufen? Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Wir werden jetzt mal nicht ins Inventar gehen. Wir werden jetzt mal speichern. Speichern. Achso, ich muss ja ersetzen. Ja, ja, ja. Ersetzen mit 19. Ersetzen. So, und das ist jetzt ein Fehler im Spiel. Ich habe nämlich jetzt hier unten den Balken. Den muss ich jetzt erst wegkriegen. Und das machen wir, indem wir die 19 einfach nochmal laden. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Jawohl, tut mir echt leid wegen der Apotheke.
Vielleicht sollten sie alles verkaufen und die Stadt verlassen. Jawohl, ich will die Kohle. Bevor er äußer gar nichts gehabt hat, hat der Freddy sein Klump am Bankhaini verkauft und ist mit dem ganzen Geld aus der Stadt fort, weil er woanders ein neues Leben aufgeben wollte. Na, Kontakt haben wir eigentlich gar nicht mehr. Hab eine ganz schöne Wut auf ihm, weil er uns einfach verkauft und zugeschaut hat. Wir mal alle an Bord Obi-Gänger. Wir haben doch alles verloren. Soweit er weiß, ist er in irgendeiner Apotheke gestorben. Der Herr las in Ruhe in Frieden armen. War sowieso niemand Besonderes. Hab schon vergessen, warum er überhaupt damit abgefuckt hab. Tatsächlich. Die Art Westernheld, die du verkörperst, hat ausgedient. Ich wusste es, dass das darauf hinausläuft. Das Spiel ist, wenn man es kennt und wenn man den Spieleentwickler so ein bisschen auch kennt, dann ist das echt zu erwarten. Und das ist so gemein eigentlich, das ist so furchtbar. Okay, laden, wir sind ja cleverer gewesen, haben abgespeichert. Gut, aufgrund der Tatsache, dass wir hier nur mit ihm über diese eine Sache reden können, können wir direkt hier raus. Er ist ja sozusagen der Bösewicht und insofern, ja, brauchen wir ihn da jetzt nicht, hoppla. Brauchen wir ihn da jetzt nicht nochmal ins Gespräch zu nehmen. So, dann gucken wir mal hier weiter. Hier ist nix. Ich gucke jetzt einfach mal, ob sich hier irgendwo irgendwas verändert hat. Das Grab ist auch wieder zu. Geh doch weiter, Freddy. Hallo? So, hier hat sich auch nichts getan. Was ist mit der Kirche? Heiliges Amen, Maria. Mach die Tür wieder zu. Nein, du sollst sie zumachen. So ist gut. Da hat sich also auch nichts verändert. Tja, und hier hat sich auch nichts verändert. Aber die Truppe hier ist weg. Und? Oh. Entschuldigen Sie vielmals. Ich glaube, dieses Häuschen ist besetzt. Hoppla. Entschuldigung, Richter. Kommt am Ende doch noch was Gutes raus? Klar, immer dasselbe. Danke der Nachfrage. Der Richter auf dem Pott. Dir fallen gerade keine passenden Worte dafür ein. Warum nicht? Na toll. Ja, super. Oder auch nicht super. Ach, die Musik hier ist ja weg. Die schöne Musik. Die schöne Musik von der Schule hier. Herrgott. Was ist hier rechts? Tja. Irgendwie ist es alles jetzt ein bisschen trostlos. Wo kriege ich verdammt nochmal Munition her? Tja, probieren wir es nochmal bei den Leuten hier. Servus, Sheriff. Guten Tag. Was? Hehehe, Kleiner. Leben Sie nicht schon etwas zu lang in der Stadt für so ein Macho-Gehabe? Parkberg? Parkberg? Reizen Sie mich bloß nicht. Vor allem, wenn das Fenster auf ist. Okay, Entschuldigung, Mister. Kriege ich von dir vielleicht ein paar Munition? Hey, Farkas, das sind meine offiziellen Schießeisen. Nehmen Sie da sofort die Wichsgriffel weg. Ich muss sie sonst in Eisen legen. Die Wichsgriffel. Wenn Sie das Ding aufkriegen, Farkli, lassen Sie es mich wissen. Sie ist seit Jahren verschlossen. Soviel ich weiß, ist sowieso nichts drin. Okay. Warte mal.
Ja, das funktioniert sogar. Nur warte mal eine Minute. Glauben Sie eigentlich, Sie können mir wie so ein Westernheld einfach reinkommen und einen Sheriff kaltblütig erschießen? So ganz ohne Duell, ohne Showdown auf der Straße? Das ist nur wirklich nicht die echte Heldentour. Das hört sich mehr nach einer Tat von einem Feigling an, stimmt's? Feigling, ganz recht, ja. Da können Sie ja einen Arsch drauf verwenden. Jetzt tun wir mal so, als ob das alles nicht passiert ist, okay? Versuchen Sie mal, mit das ganze Schlamassel hier ohne eine Schießerei auszukommen, okay? Okay. Na, schade. Hier, ich kleb dir eine. Das klappt nicht. Scheiße. Wo ist denn das Ding? Das rote. Ah, wollen Sie eine Kerze machen? Nicht ganz. Ist gut. Jeder braucht ein Hobby. Kennen Sie das Hobby von mich? Nö. Das macht das Leben erst so richtig gut beschissen, wie es sich für einen Arsch... Was für einen Arschquietscher gehört. Wissen Sie, was ein Arschquietscher ist? Klar. Gut. Noch ein Wort im Vertrauen, Parkinson. Ich krieg dich später, Sohnemann. Ich krieg dich später, okay. Will er mir sonst wo reinkriechen, oder was? Lümmel. Oh ja, ich verkleide dich. Das ist aber schön. Da haben sie aber geile türkisbeige Klamotten, Sohnemann. Das hat deine Mama schon gesehen. Huik, huik, huik. Ork, ork, ork. Das ist eine hervorragende Sattelarbeit, Sheriff. Haben Sie auch was mit Pferden zu tun? Der Sheriff unterbricht sein Gelächter und schaut dich nervös an. Mach mich nicht kirre, Paraquat. Ich hab's im Auge, wenn Sie wissen, was ich meine. Und hören Sie gut zu. Ich mag Sie nicht. Sie sind viel zu ehrlich, Sie oller Sohn von der ollen Kanone. Und so weit mögen wir nicht hier in der Stadt. Also passen Sie auf, Sohnemann. Ich behalte sie im Auge. Ich behalte sie immer im Auge. Ah, danke. Das ist toll. Hier, trink mal einen Kaffee. Vielleicht kommst du dann wieder runter. Nicht wahr, Sheriff? Ich weiß doch, wie sehr ein gesetzestreuer Mann wie Sie eine gute heiße Tasse Kaffee zu würdigen weiß. Was? Was klappt? Was? Ja, tschakka, tschakka. Merci, merci, Partner. Woher wissen Sie das? Was süß ich wäre jetzt, ganz genau richtig. Ha, mich? Das glaube ich. Ich würde mich freuen, Ihnen etwas in der Richtung zu besorgen. Was? Aber Sie wissen ja, ich denke noch immer darüber nach, in eine andere Stadt zu ziehen. Aber ich habe keine Munition. Sie haben nicht zufällig Kugeln, die in meine alten 45er passen? Oh, wie... Was? Klar, so eine Mann. Hier haben Sie eine olle Schachtel Remingtons. Kostet nix. Die geht auf Kosten des Ladens. Ich hab Munition. Ja, danke, geil. Nee, warte mal. Bumm? Was? Och, ich hab's nicht lesen können. Ah, toll. Weil das Spiel nicht reagiert hat. Deine alten Pistolen, sie sind mit der Munition vom Sheriff geladen. Ho, ho, ho. Okay, cool. Wir sind weitergekommen. Ja, die Zeit ist erreicht, Freunde. Dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann mit dem Schießtraining. NRW über 18. Adieu.